Sportfreunde, wir sind in Berlin angekommen und der wesentliche Grund, warum, der steht zu meiner Rechten. Ja, liebe Rotoglory-Fans, Zuschauer, Abonnenten, wie auch immer, wir machen heute Bankdrücken, beziehungsweise Oberkörpertraining und wir bereiten dich ein bisschen auf das Strength Force Battle vor. Genau. Und wir trainieren heute in sogenannten Clustern. Come back and ring the bell, no hell is a broken well, not for your kids, your beliefs and your faith as well. Das heißt, es wäre schön, wenn du stark genug wärst, 110 Kilo wären es sein, 20 Wiederholungen in Folge zu machen, kannst du auch. Aber wir gehen heute sogar noch ein Stückchen höher, wir gehen jetzt auf 120 Kilo und machen das in Clustern. Das heißt, du machst so viele Wiederholungen, wie du in der Lage bist zu schaffen, lässt aber ein bisschen Luft hinten raus. Am Ende hast du trotzdem 20 Wiederholungen mit 120 Kilo gemacht. Die Frage ist nur, in welcher Zeit. So. Warum 120? Weil dann 110 noch leichter sind als 120. Weggepustet werden. Ja, ganz genau. Genau. Und Cluster ist im Grunde eine Strategieform. Man könnte rein theoretisch vermutlich am Stück 15, vielleicht sogar die 20 wegmachen. Aber wir haben ja noch zwei weitere Übungen vor uns. Mitunter eben Kreuzheben, na, und zu guter Letzt Schlitten ziehen. Mhm. Und da müssen wir natürlich noch ein bisschen Luft haben. Das bedeutet, in der ersten Übung soll man sich nicht komplett aus dem Leben schießen und deswegen clustern. Bei dir? Fünfer. Erstmal. Okay? Aber ich möchte, dass du darauf achtest, deinen Ellbogen wirklich komplett zu strecken. Wir brauchen die Lockout, das können wir die Wiederholung nicht zählen. Und keine Angst vor Ellbogenschmerzen oder so. Ja? Die Ellbogen gehören nicht übrigens. Im Battle hätte ich dich nach der 17. auferlassen, das müssen wir abgeben. Ja. Weil wir wussten ganz genau, du hast drei Stück gemacht, der letzte Film war ja. Drei Stück gemacht und die letzten zwei waren an der Grenze. Ja. Also da hätte ich dir ein bisschen mehr Platz gelassen, dass ich einfach nicht davon was entgegen habe. Ja. Okay, was denkst du, wie schnell war? Warum oder 5 Minuten? Knapp runter. Unter 2. Ja. 1,5. Schön. Kann man mit arbeiten. Und was die Jungs noch nicht wissen, das werden wir jetzt wiederholen. Wir bleiben nicht 120 und versuchen das Ganze nochmal. Wir versuchen unter 2 Minuten zu bleiben. Unabhängig, komm weiter, 2 Schuhe und weiter, 3 Schuhe, komm 4, gut, und die letzte, komm mal hier, am Grund, am Grund, Matthias. Zwei Schub. Komm mal dran. Drei Schub. Ja, du bist schwer. Vier Schub. Jawohl, reicht.
Und der gute Johannes Lukas wird euch, oder uns jetzt vielmehr, genau noch, wie viel Cluster machen wir? Oh, meine Hoffnung ist, dass du 4x5 wieder durchziehst. Ja, natürlich jetzt dementsprechend vor allem mit. Kindergewicht. 5. 6. Ja, warte mal. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Was sagst du? Nee. Einmal 4, komm. Nein, so. Das war jetzt auch wirklich, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber Kamera, aber die waren jetzt wirklich an der Grenze, ne? Ganz die letzten klar. Beiden, jeweils der letzte war. War also genauso wie er sein sollte, ne? Vor allem, ihr kennt es vielleicht. Man denkt sich, man hebt es raus, denkt sich, easy, dicht. Ja, also von jetzt auf gleich, man kennt es. Ja. Da muss man nicht zwingend Cluster-Sätze machen, aber von jetzt auf gleich, bam, macht der Muskel einfach zu. Willst du deine Zeit mal wissen? Oh, 1. 35. Oh, ich hätte jetzt 1,40. Ah, cool. Läuft bei ihm, oder? Puh, Alter, das war ein Akt. Ihr habt es gesehen. Ich hoffe, es war ähnlich spannend für euch, wie es tatsächlich war. Aber damit nicht genug, meine Lieben. Neben der Road to Strange Wars von Bodybuilding Ref, ja, mit dem Johannes Lukas, hat er auch das gute alte Zeichen und die AT mit der identischen Übung, mit der ähnlichen Satzzahl, nee, nicht ähnliche, jeweils 3 Sätze an der Zahl. Wollt ihr sehen, wie sich Sai und AT geschlagen haben? Im Übrigen, Sai hat das identische Trainingsgewicht im Einsatz benutzt. Also, das alleine ist schon Gold wert. Bei 1555 Likes, da sind wir wieder. Würde ich vorschlagen, folgt das Video. Also, lasst den Däumchen da. Es wird spannend, ich kann euch versprechen, das Video ballert. Also, lasst den Daumen da, meine Lieben. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zur nächsten Ausgabe. Euer Jill.